Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kopp, unser Thema der RBC Blue Water Garden. RBC ist die Royal Bank of Canada und die betreibt offenbar so ein Projekt über nachhaltiges Wassermanagement im Zeichen des Klimawandels. Jede Bank sucht sich ja jetzt so eine Geschichte, ein Mäntelchen auch. Offenbar lässt sich über den Klimawandel und das Wassermanagement besser Geschichten erzählen als über die wundersame Geldvermehrung. Jedenfalls lässt sich besser dazu einen Garten gestalten. Dieser mediterran anmutende Garten von Nigel Dunnett, einem bekannten Landschaftsarchitekten, der auch den Olympischen Park in London maßgeblich mitgeplant hat. Der Garten, wie gesagt, mediterran anmutend, blau und orange der Türkenbundlilien, die prägende Farbe, eine wunderschöne, vitale Pflanzung. Man kann von dieser Farbe der Türkenbundlilie nicht genug bekommen. Und das Blau passt dann eben auch irgendwie dazu, nimmt das Thema des Blue Water Gardens auf. Das Thema dann wieder hier in der zentralen Struktur dieser Wasserrinnen, wie es zu einem Paradiesgarten auch gehört. Das Gebäude wurde offenbar inspiriert von der italienischen Region Apulien. Und wirklich sieht auch die Bepflanzung mediterran aus. Und da ist ja auch das Thema des Wassermanagements sehr wichtig. Also das Ganze macht schon ein bisschen Sinn.